Heute reden wir mal über Strukturvertriebe, ohne dabei das Wort Geld und Erfolg in den Mund zu nehmen. Ihr habt gefragt und ich habe geantwortet. Und die Frage lautete: Sven, kannst du mal so ein bisschen was zum Thema Strukturvertrieb erzählen, wie deine Meinung dazu ist, ohne dich dabei auf Erfolg zu beziehen und auf die finanziellen Aspekte zu beziehen, sondern wirklich mal eine objektive Meinung dazu abzugeben, soll man das machen, kann man das machen, wer kann es machen, wer sollte die Finger davon lassen und was kannst du dem ganzen Thema abgewinnen und wovor musst du warnen? Das mache ich sehr gerne, ist ein Thema, wo ich teilweise aber auch in Seminaren stundenlang drüber rede, weil das jetzt hier in ein paar Minuten zu packen wird sehr schwierig sein, aber ich möchte trotzdem mal so ein paar Themenpunkte aufgreifen und warum. Und gerade die, die dem Thema jetzt gerade sehr skeptisch gegenüberstehen, bitte ich einfach mal bis zum Ende des Videos dabei zu bleiben. Ich werde euch nicht überreden wollen, ich möchte aber einfach nur, dass ihr auch mal zulasst, dass Menschen, die mit dem Gedanken spielen, dabei zu sein, dass sie von euch einfach nicht davon abgehalten werden. Ja? Nur weil ihr von dem Bereich nichts haltet, heißt das lange nicht, dass dieser Mensch für diesen Bereich nicht geeignet ist. Weil das ist immer so etwas, was ich persönlich durch Strukturvertriebe gelernt habe. Ja? Dieses Schwarz-Weiß-Denken abzulegen. Zu sagen, ich bin gut und das, was ich mache, ist gut, alles andere ist schlecht. Weil das ist etwas, was ich oftmals wirklich feststelle in Bereichen, wo man im Angestelltenverhältnis ist, was ich aber auch nachvollziehen kann. Warum? Man hat so diesen klassischen Weg gemacht, jeder geht zur Schule, jeder macht in der Regel heute seine Ausbildung und anschließend hat er seinen Job und jetzt versucht er irgendwie ein Verrückter auszubrechen und zu sagen, ich habe eine viel tollere, viel schönere Welt gefunden und in der will ich in Zukunft unterwegs sein. Ja, dass man sich da dann natürlich zusammentut und sagt, er ist nicht ganz dicht und hör doch auf, Junge, und wir sind doch hier nicht alle doof und der eine hat es letztens auch schon mal probiert, hat es auch nicht geschafft. Da muss ich sagen, entsteht hier sehr schnell ein Schwarz- und Weiß-Denken. Das eine ist gut, das andere kann nicht richtig sein, das muss schlecht sein. Und hier im Bereich Strukturvertriebe habe ich im Laufe der Jahre gelernt, zu tolerieren. Einfach anzuerkennen, hey, unsere Geschichte ist gut, die ist aber auch gut und das, was die machen, ist auch wirklich sehr klasse. Da haben wir einfach mal Respekt vor, da haben wir Anerkennung für. Und nicht jeder andere, der nicht zu dir gehört oder nicht deiner Meinung ist, ist gleich unbedingt schlecht. Ja? Und wo rührt das aber her? Und das muss man sich ja einfach mal irgendwo so vor Augen halten. Der Mensch mag natürlich logischerweise keine Veränderung. Veränderung ist ja erstmal immer etwas Negatives. Man bewertet es für sich negativ. Aber ich möchte ja auch dem einen oder anderen mal so einen Aspekt mit auf den Weg geben. Und jetzt nehme ich mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Du hast in deiner Wiege, hast du ja auch letztendlich deinen Kinderbrei bekommen. Du hast an der Brust deiner Mutter gehangen, um die Muttermilch zu bekommen. Und da bist du ja auch nicht irgendwann mal auf den Gedanken gekommen, Mensch, so ein Steak, das muss ja unheimlich lecker schmecken. Ja? Du musstest also diese Veränderung erstmal vollziehen und etwas ausprobieren. Und heute gehst du bei und sagst Menschen, die sich ausprobieren wollen, da kann nichts sein und das ist negativ und lass bloß die Finger davon. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz oft feststelle, dass dann wenig Fundiertes kommt, dass dann von Dingen abgeraten wird, wenn man sich eine Infoveranstaltung anschauen will, wenn man sich ein Unternehmen anschauen will, wenn man eine leistungsorientierte Tätigkeit sich anschauen will, dass Menschen andere davon abhalten, weil sie selber davon nichts halten. Wenn diese Menschen aber wiederum nachfragen und sagen, erklär mir mal, warum du davon nichts hältst, dann kommen wenig fundierte Argumente. Dann kommt immer so, ja, ich hatte auch mal jemanden, der hat das auch mal gemacht und das war aber sowas Gleiches und ist alles scheiße, das sind alles Schneeballsysteme, das ist alles nur Abzocke und das ist alles negativ. Und da ist null Akzeptanz da, zu sagen, lass ihn doch erstmal gucken, lass ihn doch erstmal ausprobieren, der wird schon intelligent genug sein, für sich seine Schlüsse daraus zu ziehen und sich anschließend zu entscheiden, ich mach's oder ich mach's nicht. Und das stelle ich immer wieder fest, dass viele beigehen und sagen, wir sind die Schlauen, wir sind die Richtigen, wir sind auf dem wahren Weg, ja, und alle anderen bekommen da eine Gehirnwäsche und danach sind die so verpolt und so verblendet, dass sie da einfach so durchziehen. Das würde ja unterstellen, dass jeder andere, außer du, außer die, die negativ über dieses Thema denken, dumm sind, Idioten sind, nichts im Kopf haben. Und das wäre sehr egoistisch, das zu denken. Ja? Ich denke, dass jeder da draußen irgendwo relativ clever ist und für sich selber auch entscheiden kann, was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist. Und wenn ich auf einer Infoveranstaltung von einem Strukturvertrieb sitze und für mich erkenne, hey, eigentlich ist diese Art und Weise, Geld zu verdienen, ganz gut, aber das Produkt gefällt mir nicht, dann wird er sich eh dagegen entscheiden, egal was du machst oder egal wie du deine Wertung da reingibst. Oder wenn er auf der anderen Seite sagt, das Produkt finde ich klasse und das ist
in der Regel sehr klasse, weil man muss ja eins sich vor Augen halten, in Strukturvertrieben oder Vertrieben generell muss das Produkt überzeugen, weil du von Anfang an mit Menschen zusammenarbeitest, die verkäuferisch eben nicht extrem geschult sind. Das heißt, der Verkäufer überzeugt nicht den Kunden, den potenziellen, sondern das Produkt überzeugt den Kunden, den potenziellen. Meistens ist ja sogar derjenige, der auf der Veranstaltung sitzt, derjenige, der sich von diesem Produkt überzeugen lässt. Und das muss man ja immer mal wieder in den Vordergrund stellen, dass die Produkte oftmals gar nicht so schlecht sind, wie das die Allgemeinheit immer wieder denkt, ja? Dass das oftmals Produkte sind, die in großer Konkurrenz stehen zur Industrie, wo man einfach nur sagt, hey, ich sehe das ganze Ding im Fernsehen und ich sehe, die Firma stellt es auch her und die Firma kenne ich von meiner Kindheit an und die machen das vernünftig. Nein, die waren einfach nur dein Leben lang präsent und die haben dir dein Leben lang erzählt, du musst dafür so und so viel Geld ausgeben, das hat die und die Güte, das kann nicht sein. Ja? Und hier geht man einfach mal bei und sagt, hey, wir müssen nicht für die Werbung so viel Geld ausgeben, wir müssen auch nicht uns nochmal obendrein so viel in die Tasche schieben, weil wenn wir hier ganz, ganz viele Menschen erreichen, lang für uns oben dieser kleine Schluck und alle anderen sind glücklich und haben trotzdem ein ganz, ganz tolles Produkt an der Hand. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier keine Werbung machen für Strukturvertriebe, sondern ich möchte einfach mal ein paar Aspekte liefern. Und das ist eben so etwas, was ich irgendwann mal verstanden habe, das ganze Thema rational zu betrachten, nicht emotional. Emotional heißt immer, ich halte da nichts von, ich gehe in die Abwehrhaltung und sage, alles nix und alles blöd und alles, was anders ist als ich, kann ich nicht akzeptieren und da muss ich dann auch emotional reagieren. Und das lernst du halt auch in einem Vertrieb. Du lernst den Umgang mit dem Wort Nein. Du lernst einfach, dass jemand, wenn dir jemand Nein sagt, dass er das gar nicht persönlich meint. Er sagt dir ja nicht Nein. Er sagt dir nur Nein, ich habe nicht die Meinung wie du. Ja? Und du lernst einfach, dass du dir dieses Nein nicht mehr persönlich nimmst. Du lernst, dass es rational ist. Du lernst ja auch, dass zum Erfolg das Wort Nein ganz normal dazugehört. Willst du Erfolg haben, brauchst du auch Misserfolg. Und gerade im Vertrieb, wenn du dort anfängst, wirst du zu Anfang, weil du ja in deinen Lernphasen bist, begreifen, dass du 2, 3 Versuche hast und dann einmal ein Erfolgserlebnis. Was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet im Klartext, du hast also doppelt so viel Misserfolg in der Regel als Erfolg. Und wenn du doppelt so viel oder doppelt so oft auf die Nase bekommst, dann steckst du das irgendwann ganz entspannt weg. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ich bin durch diesen Weg in den Vertrieb, bin ich deutlich entspannter geworden in dem Umgang mit ein paar Dingen. Ich muss dazu sagen, jetzt wird vielleicht der ein oder andere darunter schreiben, ja, aber wenn ich hier negativ bei dir kommentiere, dann haust du ja auch gleich was raus. Ja, sich ständig ans Bein pinkeln zu lassen, muss man sich auch nicht gefallen lassen. Ja? Und einfach sich dann nur hinstellen und sagen, pinkel mal weiter an meinem Bein und ich mach nichts, ist dann natürlich auch keine Art und Weise. Aber ich kann dazu sagen, dass ich früher, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war oder früher, als ich noch diese Art und Weisen, diese Sichtweisen nicht gelernt habe, deutlich mehr ausgetickt bin und deutlich emotionaler reagiert habe und auch deutlich frustrierter reagiert habe, als ich es heute tue. Ja, und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Durch diese ganze Art und Weise, durch das Auftreten, weil du ja auch lernst zu kommunizieren, du lernst ja auch mit Menschen dich zu umgeben und auch Menschen zu akzeptieren, die nicht so sind wie du, die nicht deine Meinung teilen und ganz andere Meinung haben. Aber du lernst eben zu sagen, hey, das ist mein Standpunkt, zu diesem Standpunkt stehe ich und ich kann trotzdem seinen Standpunkt da drüben akzeptieren. Das heißt, du lernst eine Art und Weise des Selbstvertrauens, was in meinen Augen sehr, sehr positiv ist, weil du ganz egal, wo der Weg in Zukunft für dich hingehen wird, du mit diesem Auftreten und mit dieser Kommunikationsfreudigkeit, also mit dieser Fähigkeit zu kommunizieren, dich in allen Bereichen irgendwo besser, teurer verkaufen kannst. Und schlussendlich geht es ja darum. Ich habe ja auch in meinem Leben Höhen und Tiefen gehabt und irgendwann hast du dann mal durch den Vertrieb die Fähigkeiten gehabt zu sagen, okay, ich probiere mich jetzt mal wieder in was anderem aus. Ich habe sogar irgendwann mal den Weg gewählt, mich einfach mal wieder auf einen Job zu bewerben, wo ich überhaupt keine Qualifikation drin hatte, also auf ein Angestelltenverhältnis. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht der richtige Weg war und dass ich nicht mehr zurück wollte ins Angestelltenverhältnis, aber ich stelle mich heute auch nicht hin und sage, hey, Angestellte sind alle doof und ihr seid doch bescheuert, dass ihr es so macht. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Für mich ist Geld wert der entgegengebrachten Leistung. Das heißt, wenn du beigehst und sagst, okay, für mein Angestelltenverhältnis bekomme ich das und das an Gegenwert, also das und das an Geld ausgezahlt und das ist für mich vollkommen okay für die Leistung, die ich bringe, dann ist das super. Dann solltest du das auch weiterhin machen. Wenn ich für mich aber sage, dass die Leistung, die ich dort auf der Arbeit bringe, im Angestelltenverhältnis, draußen wahrscheinlich viel, viel besser bezahlt wird, also wenn ich diese Leistung direkt am Kunden, direkt an Abnehmer, direkt als Dienstleistung irgendwie vertreibe, dann sollte ich diesen Schritt einfach mal ausprobieren, draußen zu schauen, ob meine Dienstleistung oder ob meine Fähigkeiten
Fähigkeit möglicherweise mehr wert ist. Aber ich war beim Thema Vorstellungsgespräch oder ich war beim Thema, das mich ausprobiert habe im Anstellungsverhältnis. Und da kann ich nur eins sagen, ich habe andere Bewerber ausgestochen, die mehr Qualifikation hatten, die mehr Fachwissen hatten in der Bewerbung auf diese Position. Einfach nur, weil ich in der Zwischenzeit durch Strukturvertriebe, durch diese Art und Weise, durch diese Tätigkeit im Vertrieb gelernt habe, worauf kommt es an, was möchte der Gegenüber, was will er in mir sehen, was will er von mir hören und wie kann ich mich hier positiv präsentieren, darstellen und letztendlich auch noch argumentieren, sodass ich schlussendlich dann eben, jetzt nehme ich doch das Wort in den Mund, zum Erfolg komme, also schlussendlich dann diesen Job bekomme. Und da habe ich dann irgendwann mal für mich gesehen, dieser Umstand damals, diesen, also nicht der Weg, sondern der Umstand zu sagen, ich blende das mal alles aus, dass mir 1000 Leute sagen, lass die Finger davon, mach das nicht, geh da nicht hin. Da war es ja ein Umstand, wo ich gesagt habe, ich höre es mir jetzt trotzdem mal an. Und dieser Moment, dieser Tag, sich das ganze Thema mal anzuhören, hat im Endeffekt mein gesamtes Leben verändert. Mein gesamtes Leben, was ich heute lebe und die ganzen Dinge, die in Zukunft noch kommen werden, haben sich eigentlich an diesem Tag schon verändert. Natürlich gab es danach den Prozess, natürlich gab es danach den Weg, natürlich musste ich auch ein bisschen arbeiten dafür und mir viele, viele Dinge aneignen. Aber der Umstand des Tages, dass ich mich dorthin gesetzt habe und einfach gesagt habe, nein, ich höre mir das jetzt mal an und ich nehme es mal objektiv auf. Ich bewerte es weder positiv noch negativ, sondern ich ziehe anschließend mal so meine Schlüsse. Ist das etwas, was ich vielleicht sogar mal ausprobieren soll? Dem habe ich wirklich zu verdanken, dass ich heute da bin, wo ich bin. Weil ich dort eins gelernt habe, dass dort Menschen zusammenkommen, die sich gegenseitig helfen. Und das war etwas, was ich in der Angestelltenwelt wirklich vermisst habe. Da hat jeder sehr egoistisch auf seinen Vorteil geschaut. Da hat oder haben die wenigsten sich gegenseitig unterstützt, weil man sich dann ja immer gesagt hat, wenn der Kollege irgendwie ein bisschen besser dasteht, dann kriegt der morgen die Gehaltserhöhung, nicht ich, dann bekommt der morgen den Urlaubstag, nicht ich, dann wird der irgendwie befördert und nicht ich. Ja? Also da hast du mehr so ein Hauen und Stechen gehabt. Und hier warst du mit einmal in einer Welt, wo man gesagt hat, hey, dein Erfolg ist auch mein Erfolg. Und wenn wir alle erfolgreich sind, dann macht es sogar Spaß, das gemeinsam zu feiern. Und dementsprechend ist das meine objektive Meinung gegenüber Strukturvertrieben. Jetzt habe ich ja noch versprochen, darüber zu sprechen, was Strukturvertriebe, strukturierte Vertriebe oder eben Schneeballsysteme sind oder wo der Unterschied ist. Und da muss ich sagen, sind die Laien da draußen oftmals sehr extrem schlecht geschult und stempeln alles einfach mal ganz, ganz schnell ab, ohne sich damit zu beschäftigen. Also es gibt Strukturvertriebe, wo du letztendlich kein Produkt kaufen musst, trotzdem in den Vertrieb gehen kannst und dieses Produkt morgen vertreiben kannst. Ja, das heißt, du verdienst dein Geld mit dem Verkauf des Produktes. Das kommt oft vor im Bereich Finanzdienstleistung. Jetzt gibt es strukturierte Vertriebe oder auch Multi-Level-Marketing-Systeme, wo man sagt, hey, du kaufst dir ein Paket, das ist aber eigentlich dann eine Ware, die du sonst im Supermarkt kaufst oder die du sonst hier kaufst, die brauchst du da dann in Zukunft nicht mehr kaufen, kauf die hier bei uns. Die kaufst du dann sowieso jeden Monat und wir verdienen darüber Geld, indem du anderen sozusagen dann auch diese Produkte zeigst und wenn die das dann in Zukunft auch immer wieder kaufen, dann darfst du damit eben auch Geld verdienen, dann baust du damit letztendlich auch einen Vertrieb auf und nichts anderes ist das, was Unternehmen da draußen machen. Also das sind strukturierte Zyklen und das sind strukturierte Aufbauten und das kann man, da kann man jetzt unterm Strich sagen, das ist alles schneeballmäßig oder das ist alles pyramidenmäßig aufgebaut. Das ist deine Firma auch. Deine Firma hat oben einen Chef, darunter hat er Abteilungsleiter oder Centerleiter, darunter fängt die große Abteilung an mit mehreren Mitarbeitern und zum Schluss ist irgendwo in Anführungsstrichen der kleine Arbeiter, ohne das despektierlich zu meinen, der dann da unten auch unterwegs ist. Dann sollen wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz aufgreifen, was dafür oder dagegen spricht, in einem Strukturvertrieb unterwegs zu sein. Ich habe das zwar in einem anderen Video ja schon mal thematisiert, aber ich will es noch mal ganz kurz stichpunktartig hier mit reinbringen, denn es ist nicht alles positiv und nicht alles negativ. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind nicht unbedingt besser aufgehoben im Strukturvertrieb. Wenn du jetzt jemand bist, der im Angestelltenverhältnis seinen Job vernünftig macht, fleißig ist und seine Aufgabe eben genauso erledigt, wie man das von ihm erwartet, dann kann ich schon aufgrund meiner Erfahrung sagen, wenn du in der richtigen Nische bist, mit den richtigen Margen, das ist ja das, was ich heute den Leuten da draußen beibringe, dass du dann schon damit deutlich mehr Geld verdienen kannst. Wir wollen nicht über Geld sprechen, aber auf der anderen Seite definiert sich ja alles immer über Geld und deswegen ist es schwierig, diesen Begriff komplett rauszulassen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man dann eben schauen muss, ist wirklich jeder geeignet dafür oder braucht man jeden dort? Und dann kann ich ganz klar sagen, nein, nicht jeder sollte den Weg in den Strukturvertrieb wählen. Ja, oftmals werden auch von Personen, und da ist eben der Unterschied, es ist nicht der Strukturvertrieb, der dann das Schlechte ist oder das Negative ist, es ist die Person, es ist die Anwendung des Skalpells, was man auch
auch aus anderen Videos von mir kennt. Dass die einfach sagen, ich brauche so viele Leute wie möglich hier bei mir im Vertrieb, damit ich daran ja Geld verdiene. Ja? Und die sprechen dann wirklich Hans und Franz an und versuchen, die da reinzuziehen. Und die machen dann die negativen Erfahrungen, weil man eigentlich von vornherein wusste, die gehören da gar nicht rein. Und wenn sie da nicht reingehören, werden sie darin auch nicht erfolgreich sein oder werden sich nicht wohlfühlen und werden wieder nach Hause kommen und werden dann hier in ihrem Umfeld sagen, ach, das ist alles nichts. Ja? Und da kann vielleicht eben auch die Meinung herkommen, dass man sagt, das ist alles nichts. Ich hatte da letztens eben den Bekannten, der gesagt hat, alles Murks. Ja? Und dann gibt es logischerweise auch noch das Thema Schneeballsysteme, wo ich allerdings dazu sagen muss, es gibt oftmals Menschen, die einfach ganz schnell das Wort Schneeballsystem in den Mund nehmen, obwohl sie einen Strukturvertrieb damit bewerten. Und das ist nicht fair, weil ein Strukturvertrieb ist kein Schneeballsystem. Schneeballsystem sind Systeme, wo du Geld einzahlst, wo gar kein existierendes Produkt letztendlich vorherrscht. Und solange unten irgendwo noch Menschen einzahlen, können die Leute darüber schlussendlich verdienen. Wenn dir bewusst ist, dass du in Schneeballsystem irgendwo unterwegs bist und ich habe das ja irgendwann mal geschult, dann solltest du am Ende des Tages eben schauen, dass du das ganze Thema betrachtest wie eine Art Roulette oder wie ein Gang in ein Casino, dass du sagst, okay, ist eine Chance, aber ich habe auf der anderen Seite halt auch ein ganz, ganz großes Risiko. Beim Thema Schneeballsysteme kann ich nur abschließend sagen, musst du dann anschließend sehr, sehr vorsichtig sein, was das Thema Reputation angeht. Ja, man sieht es bei mir im Internet, der ein oder andere Bericht, der ist dann noch zu finden und wenn du mal das ein oder andere irgendwann mal ausprobiert hast, dann weißt du, wie die Menschen sind. Sie konzentrieren sich auf deine drei Fehlpässe und bewerten nicht die 80%, die du gut gemacht hast, richtig gemacht hast oder wo du Menschen versucht hast, was Gutes mit auf den Weg zu geben. Also von daher da ein bisschen vorsichtig sein, was Thema Reputation angeht. Aber du musst dich letztendlich auch nicht gleich unterkriegen lassen, nur weil jemand einen Strukturvertrieb, wo du dich gerade versuchst zu etablieren, als Schneeballsystem abwertet. Also in dem Sinne, wie du siehst, ich könnte jetzt hier noch stundenlang so weitermachen, will an dieser Stelle mal einen Cut ziehen, vielleicht können wir auch noch einen zweiten Teil daraus machen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf eure Kommentare und bin mal gespannt, wie ihr so zu diesem Thema steht. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.